Automobilproduktion 1970. Täglich rund 15.000 in der Bundesrepublik. In diesem Werk jeden Tag etwa 1.300 Stück. Obwohl verschiedene Wagentypen hergestellt werden, durchlaufen die Einzelteile die gleichen Bearbeitungsstationen. Das nennt man Reihenfertigung. Alle Arbeitsgänge sind zeitlich aufeinander abgestimmt. Es handelt sich um Reihenfertigung mit Zeitzwang oder Fließfertigung. Wie geht das vor sich? Im günstigsten Fall automatisch. Wir wollen beobachten, wie diese Motorblöcke zu den verschiedenen Arbeitsplätzen bewegt und in die jeweils richtige Arbeitslage gebracht werden. Nach Möglichkeit arbeiten mehrere Werkzeuge gleichzeitig. Bei diesen Maschinenstraßen oder Transferstraßen hat der Mensch nur Kontrollfunktionen. Doch nur einige Abschnitte des Produktionsablaufs sind ganz automatisiert. In der Regel geschieht die Bearbeitung von Hand und mit Werkzeug. Nur die Beförderung von einem Arbeitsplatz zum nächsten geschieht automatisch, mittels Fließband oder Hängebahn, mit immer gleicher Geschwindigkeit. Hier durchlaufen halbfertige Motoren eine Montagestraße. An jeder Montagestelle wird nur ein kleiner Arbeitsschritt ausgeführt. Der ganze Fertigungsprozess ist in solche kleinsten Arbeitsschritte zerlegt. Dadurch erreicht man einen gleichmäßigen Produktionsablauf und spart Facharbeiterlöhne. Seitenbänder bringen die Einbauteile zum Hauptmontageband. Hier sind es Ventildeckel. Am Hauptmontageband werden sie eingebaut. Auf anderen Seitenbändern kommen weitere Teile. Zum Beispiel diese Federbeine für die Vorderachsen. Hier das Hauptmontageband für den Motorenbau. Die Federbeine wurden inzwischen an den fertigen Motor montiert. Das Vorderteil senkt sich nun auf das letzte Band. Es ist das Endmontageband. Hier wird nacheinander alles herangeführt, was noch fehlt. Immer im richtigen Moment das passende Teil. Da kommt die Hinterachse. Aus einer anderen Werkhalle kommt die Karosserie. Sie wurde ebenfalls auf Fließbändern hergestellt. Nun ist sie bereits lackiert. Im richtigen Zeitpunkt wird sie mit Motor und Achsen zusammengeführt. So zieht sich ein System von Fertigungsstraßen durch das ganze Werk. Sie führen nach und nach zusammen und münden in das Endmontageband. Das Einbaumaterial lagert so nah wie möglich an den Montagebändern. Keine Kosten durch unproduktives Herumlaufen, aber auch Einengung der Bewegungsfreiheit am Band. Die Geschwindigkeit der Fließbänder zwingt zur Einhaltung einer festgelegten Zeit für alle Arbeitsschritte. Man arbeitet im Takt. Alle 45 Sekunden ein Auto.
Das Maß der Taktzeit richtet sich nach der besten Ausnutzung der Arbeitskraft, nach der kürzesten Durchlaufzeit und nach den kürzesten Lagerzeiten für Material. Wie Arbeitsplätze und Maschinen, so sind auch die Werkstätten nach dem Arbeitsablauf angeordnet. So wird eine möglichst kurze Gesamtdurchlaufzeit erreicht. Kosten durch Umwege fallen weg. Verschiedene Polstergarnituren werden entsprechend den Bestellungen der Kunden parallel zum Endmontageband an einem Seitenband angefertigt. Ein zentrales Steuersystem lenkt rechtzeitig das richtige Teil an den richtigen Platz. Das gilt für alle Einbauten, zum Beispiel auch für die Radmontage. Fließfertigung gibt es im Autobau schon lange. Aber der Wettbewerb zwang dazu, bessere Autos zum gleichen Preis herzustellen und mehr Autos, obwohl die Arbeitskräfte knapp wurden. Die Produktion musste von Jahr zu Jahr weiter rationalisiert werden. ...1970 stellte man in diesem Werk täglich etwa 1300 Autos her. 1953 nur etwa 150. Ein Unterschied von fast 800%. Was hat sich an der Produktionstechnik innerhalb von 17 Jahren geändert? Wir wollen vergleichen. So wurden damals Bodenbleche gepresst. Hier der entsprechende Vorgang bei höherem Automationsgrad. Punktschweißen an Boden- und Seitenblechen 1953. Verschiedene Bearbeitungen. Je Schweißgerät eine Arbeitskraft. Siebzehn Jahre später. Punktschweißen an der Transferstraße in einem Arbeitsgang.
Zusammenbau von Karosserieteilen. Damals musste das Transportband angehalten werden, um die Montagearbeiten auszuführen. Heute wird montiert, während das Band weiterläuft. Arbeit am Endmontageband 1953. '70, keine Automation, aber bessere Arbeitsbedingungen. Radmontage 1953 mit dem einfachen elektrischen Radmutternschrauber. Später schaffte man bessere Werkzeuge an. Das tat man in sehr vielen Fällen. Die Beispiele zeigen, mit welchen Mitteln das Fertigungsverfahren rationalisiert wurde. Bis jetzt ist der Fließfertigungsprozess im Autobau nur teilweise automatisiert, sodass nur Kontrollpersonen nötig sind. Solange die Kosten für menschliche Arbeit niedriger sind als die Kosten für automatisch gesteuerte Maschinen, so lange muss ein großer Teil der Arbeit an den Fertigungsstraßen von Menschen getan werden. Das bedeutet, die Arbeiter können ihr Arbeitstempo nicht selbst bestimmen. Sie sind dem Zwang der Bandgeschwindigkeit unterworfen. Unter dem Gesichtspunkt der Rentabilität wird so die größtmögliche Ausnutzung von menschlicher Arbeitskraft und technischen Anlagen angestrebt.